Philipp Hüwe, Pressesprecher der Polizei Köln. Die Polizei ist heute im Einsatz, weil drei Versammlungen angezeigt wurden. Ein Autokorso, der durch die Stadt gefahren ist, sowie zwei Gegenveranstaltungen, einmal am Schokoladenmuseum und einmal am Heumarkt. Wir sind hier mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort, um alle drei Versammlungen zu schützen. Die Versammlungsleitung des Autokorses ist heute Morgen auf uns zugekommen und hat gesagt, dass sie die Route gerne ändern möchte. Wir haben das geprüft und mit ihr dann auch koordiniert, dass das möglich ist. Dementsprechend sind die dann auf einer anderen Route durch Köln gefahren. Und mittlerweile auch an der Deutzer Werft eingetroffen. Da gab es jetzt Zwischenfälle bei den DMS oder ist alles nach Dark gelandet? Also große Zwischenfälle sind mir jetzt nicht bekannt. Wir können sagen, dass der Autokorso grundsätzlich vom Verkehrsdienst begleitet wurde. Natürlich gab es da kurzzeitig auch Verkehrsbeeinträchtigungen. Das ist auch von uns vorher angekündigt worden. Die Versammlung ist jetzt an der Deutzer Werft angekommen. Eine Versammlung befindet sich jetzt noch hier am Holzmarkt. Die werden dann, denke ich mal, sich auch kurz in nächster Zeit dann auflösen. Aber das ist jetzt auch so, der Verlagerung zum Holzmarkt kam, war für die Polizei jetzt keine große Herausforderung. Also grundsätzlich so, dass wir bei jeder Versammlung immer und unmittelbar mit dem Versammlungsleiter bzw. mit der Versammlungsleiterin kooperieren. Genauso wie heute Morgen die Route geändert wurde, haben wir auch hier mit der Versammlungsleitung gesprochen. Die hat die Versammlung nach hierhin bewegt, die haben wir auch begleitet. Es ist die Aufgabe der Polizei, jede Versammlung zu schützen. Die Menschen stehen jetzt noch hier, wir sind weiterhin mit der Versammlungsleitung in Kooperation.